Es wird tatsächlich mal wieder Zeit für Fragworten. Knichel. Ja, und ihr kennt das ja noch aus den alten Folgen. Immer ist jemand bei mir zu Gast, der eure Fragen an mich richtet. Und diesmal habe ich zu Gast den Santiago Ziesma, den Unglaublichen. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Und wir machen das heute mal ein bisschen anders, denn Santiago liest mir heute mal nicht die Fragen vor, sondern er hat jemanden mitgebracht, den Marcel, den seht ihr jetzt nicht, der ist hinter der Kamera, der macht so die ganze Öffentlichkeitsarbeit für Santiago und der liest jetzt eure Fragen mal vor und zwar erst unter dem alten Video, das ist schon ein paar Jahre her, ich bin gespannt, ob die Fragen noch aktuell sind und danach unter einem neuen Video, wo ich diesmal wusste ich schon, dass du kommst und deswegen konnte ich auch sagen, wenn ihr Fragen an Santiago habt, dann stellt die doch auch. Und das heißt, dann kommen auch noch Fragen auf dich dann zu. Okay. Mal gucken, wir sind gespannt und bereit. Ja, ich bin bereit. Für diejenigen, die ihn noch nicht erkannt haben, ich glaube, jetzt weiß jeder, um wen es sich hier handelt. Mein alter Ego. Mhm. SpongeBob. Und Ferkel und auch. Steve Urkel. Ja. Viele andere. Einmal war ich das etwa. Einmal. War ich das etwa? Oh, ich habe ihn damals sehr geliebt. So, dann würde ich sagen, legen wir mal los, Marcel. Bubble fragt, hey Knichel, welcher ist dein Lieblingsdialekt? Habe ich einen Lieblingsdialekt? Ich weiß gar nicht, ob ich einen Lieblingsdialekt habe. Also ich finde ganz, ganz unsexy finde ich Sächsisch. Wie geht dir das? Ja, würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Viele sagen auch, sie mögen den Berliner Dialekt nicht, weil der so ein bisschen grobschlächtig ist. Ja, ein bisschen hart. Hast du denn einen Lieblingsdialekt? Schwer zu sagen. Ich sehe das auch so. So Hessisch finde ich noch ganz, ganz lustig. Von der Melodie oder das Rheinische. Ach so. Bayerisch ist auch manchmal ein bisschen hart und hüt, Junge. Ist schwer, ist schwer. Eigentlich liebe ich auch ein bisschen meinen Berliner Heimatdialekt. Oh. Mhm. Aber du bist ja eigentlich Spanier, oder? Zugereist, ja. Zugereist. Ja, ich bin nicht in Berlin geboren, aber ich bin, wie man so schön sagt, aufgewachsen in Berlin. Und zwar richtig im Kreuzberger Kiez, das alte Kreuzberg. Ich merke schon, wo dein Herz schlägt. Ja. Das ist schön. Nächste Frage würde ich sagen, wir können sie leider nicht richtig beantworten. Lieblings ist schwer zu sagen. Mephister Jellicle fragt, wozu Animes cosplayen? Wenn man auch als Musical-Figur Conventions besuchen kann. Okay, wie lautet die Frage? Ja, das können wir, glaube ich, schwer beantworten, weil wir sind ja jetzt nicht... Wir sind keine Cosplayer. Das müssten Betroffene antworten, ne? Also das kann ich auch nicht beantworten. Ich bin kein Cosplayer. Also wir sind zwar auch tatsächlich Schauspieler und verkleiden uns auch oft. Ja. Vielleicht meint sie sowas wie so Cosplayen. Nee, aber dann lieber Cosplayen, würde ich sagen. Dann lieber als Doc Tessor. Also was war die Alternative nochmal? Musical? Genau, Musical-Figur. So. Ja, naja, aber ich glaube, das sind doch zwei verschiedene Genres auch. Ja. Kann man bei den Cosplayern geht es ja wirklich darum, eben möglichst auch haargenau die Figuren also eben nachzumachen und in die Kostüme und in die Figuren zu schlüpfen. Das ist schon mal nur noch eine ganz eigene Sache. Ja, finde ich auch. Das sind Äpfel und Birnen, würde ich sagen. Ja. Day 1989 fragt, hast du Geschwister und wie steht deine Familie dazu, dass du YouTube-Videos machst? ich habe tatsächlich eine Schwester, ja. Und die finden das ganz toll, weil meine Mutter, die hat zum Beispiel extra Instagram auch installiert, damit sie immer sehen kann, wo ich gerade bin, wo ich gerade auf Tour bin und sowas. Die haben das tatsächlich, also man muss sagen, ich wohne gar nicht mehr zu Hause und so 250 Kilometer weit entfernt. Ich bin eigentlich Einbecker, ich komme aus Einbeck und meine ganze Familie, die liebt das einfach, weil sie immer sehen, wo ich bin, was ich mache. Also Mary Maus fragt, wie gut kommst du mit deinen Exen klar? Ich habe noch nie Haustiere gehabt in Form von Exen. Ich meinst du, also du meinst nicht die Exen mit CHS, ja, du meinst wahrscheinlich die mit X. Sehr gut eigentlich. Ja, sehr gut. Ich verstehe mich wirklich noch sehr gut mit Ex-Freundinnen. So sollte ich eigentlich auch sein. Ja, das ist wirklich so. Ich habe sogar eine Lieblings-Ex-Freundin, aber das darf ich gar nicht so laut sagen. Jetzt sind alle anderen so, Das kann jeder überlegen, welches ist. Ja, genau. Sie weiß es. Okay, schnell eine andere. Etta Resel fragt an Knichel, hast du Vorbilder, Idole, welche du als Kind hattest? Als Kind
hatte ich tatsächlich ganz, ganz viele Vorbilder. Einmal die ganze Crew von RTL Samstagnacht tatsächlich. Die haben meinen Humor geprägt. Und in Sachen Fernsehen war es tatsächlich Mel Brooks. So, ich stand Mel Brooks und diese ganze Art der Komik und hat mich auch geprägt. Ja. Hast du irgendwelche? Er hat auch einen wunderbaren Humor. Ja. Ich finde auch. Ich mag den auch. Ja, wie sieht es bei dir aus? Eigentlich so direkte Vorbilder in dem Sinne habe ich nie gehabt. Ich habe halt auch Sachen, so, was ich halt gern geguckt habe. Ich gehöre auch noch zu der Generation, wir haben ja damals immer Dallas und Denver geguckt. Da war keiner auf der Straße, wenn das lief. Hat jeder vor dem Fernseher gesessen, ja. Kenne ich auch. Aber das waren in dem Sinne keine Vorbilder halt. Ne? Das ist mehr so, ich liebe es. Ich bin ein Fan davon. Ja, das waren unsere Favorites, was man halt geguckt hat, weil man wissen wollte, wie diese Geschichten weitergehen. Ne? Das stimmt. Die ganzen Intrigen. Ja, aber das habe ich ja immer noch mit manchen Serien und so. Sophie Seokorn fragt an Santiago, ist es sehr anstrengend, dauerhaft eine höhere Stimme zu halten oder gewöhnt man sich dran? Ja, beides. Es ist natürlich anstrengend, aber man gewöhnt sich dran und man muss einfach lernen, dass man das nur über eine gewisse Zeit machen kann. Ne? Also man kann das nicht 8 Stunden am Tag hintereinander machen. Man muss entsprechende Pausen zwischendurch machen und dann geht das aber durchaus. Das ist eine Sache des Trainings, würde ich sagen. Ne? Richtig. Es ist tatsächlich so, beim Doc Tesso habe ich ganz am Anfang auch gemerkt, dass ich falsch spreche. Da habe ich den immer so aus dem Tiefsten und dann habe ich gemerkt, das macht meine Stimme kaputt. Und ich habe gelernt, ihn so zu sprechen, dass es nicht schädlich für meine Stimmbänder ist. Dann habe ich den immer ein bisschen hier angesetzt und so merke ich den gar nicht hier. So spreche ich den nur da hinten. Also es ist tatsächlich so eine Sache der Übung und des Trainings. Genau, das kann man trainieren, absolut. Ja. Fushi fragt an Santiago. Wie kommt man eigentlich zum Synchronisieren? Wie kommt man dazu? Früher war das ja kein eigener Beruf, sondern dann standen die Schauspieler, die abends Theater spielten. Wenn die über Tag keine Proben hatten, waren die über Tag im Synchronstudio. Aber das waren eben ausgebildete Schauspieler und Sprecher. Inzwischen ist das ja wirklich fast zu einem eigenen Beruf auch geworden. Und da wird viel angeboten. Es gibt so Kurse, Synchronkurse von den verschiedenen Firmen. Und dann muss man sich einfach bewerben bei den einzelnen Firmen. D37 fragt an Gnichel, wird Santiago beim Doc Tesso einen Gastauftritt haben? Das ist eine gute Frage. Also Santiago hat mir zumindest schon mal gesagt, dass er da Lust drauf hat. Ja, schauen wir mal. Und die zweite Staffel, ich werde sie demnächst anfangen zu schreiben. Und ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der sagt, da möchte er mitspielen. Und es haben schon einige tatsächlich gesagt, dass sie Lust haben. Ich will aber noch niemanden verraten. Aber es wird lustig. Und genau, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du damit. Ich drehe tatsächlich viel in Berlin auch. Sehr schön, dann behalten wir mal die Spannung und mal sehen, was bei rauskommt. Planitzerin fragt an Michel, gibt es ein Stück, bei dem du wahnsinnig gerne mal mitspielen würdest oder welche Rolle du dir am besten vorstellen könntest? Es gibt so viele Stücke, die ich noch gerne spielen würde. Also einige davon habe ich tatsächlich schon gespielt, wo ich dachte, wo es immer ein Traum von mir war und dann durfte ich sie plötzlich spielen, das war richtig toll. Aber welches Stück ich auf jeden Fall nochmal gespielt haben möchte, ist Der nackte Wahnsinn. Ist ein absolut so witziges Theaterstück und ich finde, das muss man einfach mal gespielt haben. Ein Kultstück auch inzwischen, gerade für Schauspieler. Ja, ne? Also das will ich gerne nochmal gespielt haben. Und gleich die nächste Frage an Santiago. Hast du einen Lieblingscharakter, also von denen, den du synchronisiert hast? Das ist immer so schwierig, dass wenn man die Eltern fragt, ne, welches Kind habt ihr am liebsten? Ja. Das ist so gemein. Nein, meine Lieblingsrolle ist eigentlich immer die, mit der ich gerade im Studio bin, weil man da ist man am nächsten dran natürlich. Aber auch all die beendeten und abgelegten Rollen habe ich gerne gespielt und gesprochen. Aber das finde ich ist eine sehr, sehr tolle Einstellung. Ne? Also wenn man sich immer das, was man gerade erarbeitet, wenn man sich das als seine Lieblingsrolle sieht, ich glaube, dann ist man richtig auf dem richtigen Weg. Also das finde ich richtig gut. Also für mich hat sich das einfach so ergeben, weil ich sage, die Figuren sind mir im Moment am nächsten. Ja? Und als wir damals hier alle unter einem Dach synchronisiert haben, da war ich natürlich ständig mit dem Steve Urkel beschäftigt und der war mir dann zu der Zeit auch am nächsten. Und dann bist du immer hier Method Acting hier mit so einem Hosen- und Hosenträger rumgelaufen. Na, nicht unbedingt, aber der war mir da in dem
in dem Zeitraum eben ganz vertraut, da war ich ganz dicht dran. Und inzwischen rückt das so ein bisschen halt in den Hintergrund, weil die anderen, die aktuellen Rollen halt, ja, mit denen beschäftige ich mich halt. Total toll. Also ich denke, so ist die Herangehensweise auch richtig. Glaube ich, nicht richtig. Verkehrt, ne? Ich finde es auch. Cevetan fragt an Santiago und an Gnichel. Gnichel würde ja gerne mal in der Rocky Horror Show spielen. Wenn ihr da zusammen spielen würdet, welche Rolle würdest du gerne übernehmen? Boah, also, es war tatsächlich immer mal ein Traum. Ich wollte damals immer unbedingt Frankenfurter spielen, weil der total auch meine Tonlage ist und weil ich einfach Bock drauf hätte. Das Problem ist, so langsam habe ich nicht mehr die Figur dafür. Weil Frankenfurter, der muss halt so sehr schlank und erotisch sein, finde ich. Man kann ihn auch anders besetzen, aber klar. Ja, aber ist ja immer eine Sache der Inszenierung. Ich habe tatsächlich auch schon mal einen dickeren gesehen, tatsächlich. Aber ich habe tatsächlich dieses Stück sehr oft gesehen. Aber ich mag einfach diese, ja, diesen Charakter mag ich. Mittlerweile bin ich, glaube ich, eher so der Riff-Raff-Typ. Das wäre aber mein Part. Ja, das ist gut. Da würden das wir uns gut streiten. Riff-Raff, ja, dann, that's me. Dann gut, dann machst du Riff-Raff und nicht Frankenfurter. Oh, das wäre eine Version. Okay. Aber du hast recht. I'm just a sweet transvestite. Riff-Raff komme ich auch nicht so hoch. Umgekehrt, in welchem Stück oder Film würdest du gerne mal mit Gnichel spielen wollen? Ja, ist dasselbe in Grün im Grunde genommen. Können wir wieder zurückgeben. Film. Ja, jetzt aber ein Film. Aber Film, ja, wenn es schon irgendwelche Vorlagen gibt. Also ich bin sowieso nicht der Fan von Remakes, muss ich sagen. Ich mag gerne, wenn neue Sachen. Also ich denke, auch wenn, würden wir uns eine neue Story ausdenken. Ja, vielleicht dann doch Dr. Tessor 2. Da nähern wir uns schon ein bisschen. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall realistischer. Ja. Frage an Sebastian Christ. Hörst du eigentlich überhaupt noch auf deinen richtigen Namen oder sagen alle einfach nur Michel? Ja, der ist... tatsächlich höre ich mehr auf Gnichel. Es ist tatsächlich so. Es ist so zu meinem Rufnamen geworden. Er steht ja sogar in meinem Perso. Schon lange eigentlich. Unter Künstlernamen. Es ist tatsächlich sehr zu meinem Rufnamen auch geworden. Ich wüsste auf Anhieb niemanden, der mich Sebastian nennt. Es gibt da ein böses Gerücht. Man würde immer daran erkennen, wenn eine Frau was mit mir gehabt hat, wenn sie anfängt, mich Sebastian zu nennen. Weil das tatsächlich einmal vorgekommen ist, dass ich mit einer zusammengekommen bin und die hat mich dann Sebastian genannt. Und deswegen haben meine Freunde da so dieses Gerücht gestreut. Und immer wenn mal tatsächlich jemand mich aus Versehen Sebastian nennt, dann alle so... Das ist aber der Klassiker auch mit den Eltern. Nicht, wenn das Kind irgendwas angestellt hat, dann wird nicht der Kosename gerufen. Ne? Basti, komm doch mal, sondern Sebastian. Ne? Das ist so dieses Klischee. Von meine Mutter nennt mich dann immer Bastian. Also sie wollte mich eigentlich auch Bastian nennen. Ja. Aber mein Opa, der hat gesagt, ihr habt noch an der See erzeugt, nenn ihn doch Sebastian. So, völlig logisch, ne? Und dann hat sie gesagt, na gut, kann ich ihn ja trotzdem mal Bastian nennen. Das heißt, selbst meine Mutter nennt mich nicht Sebastian, sondern Bastian. Ja. Puma Milli 5 fragt, wie oft werdet ihr auf der Straße angesprochen? Liebe Grüße aus der Schweiz. Also... In letzter Zeit passiert das öfter. Ja, weil du jetzt mehr auch optisch in... Weil inzwischen im Netz, ne, so viel unterwegs ist, im Internet. Andere Zeit. Und ich kenne ja die Zeiten noch davor. Solange ich den Mund gehalten habe, ist nichts passiert. Also man hat dich da tatsächlich mal an deiner Stimme erkannt. Ja, und das hat sich eben in den letzten Jahren sehr geändert. Hier Generation YouTube, Internet, Facebook und so weiter. Ja. Das sind junge Leute, die Kiddies, und die erkennen einen auch schon auf der Straße. Nur an der Optik, ja. Vielleicht sollte ich mal mein Outfit ändern. Tarnung. Aber das ist wirklich so. Tatsächlich, wenn man so einmalige irgendwas an sich hat. So Erkennungsmerkmal, ja, genau, danke darauf. Sein, ja. Ich habe das nämlich gemerkt, als ich über die Videodays mal gelaufen bin, ganz normal, haben mich weniger Leute angesprochen, als später, als ich mich mal als Doc Tessor verkleidet dadurch geschickt habe. Weil der Doc Tessor, der fällt dann halt auf. Und das ist dann was anderes. Aber das stimmt, wenn man so ein Erkennungsmerkmal hat, dann ist es tatsächlich einfacher jetzt bei Rezo seine blaue Locke oder... Ja, bei mir ist halt die Mütze halt auch so ein typical, denke ich mal, hat auch ein bisschen was damit. Ich habe auch so eine Mütze. Aha. Ich werde mal aufsetzen, dann denken alle, ich bin so. Dann habe ich einen Doppelgänger, genau. Weil wir uns ja auch so ähnlich sehen. Allein also schon die Größe, ne? Ja, können wir uns verwechseln. Annika Müller fragt an Santiago Ziesma. Und zwar, könntest du noch ein paar Sätze von Vegeta aus Dragon Ball und genauso sprechen wie damals?
Also ich weiß, der war sehr dynamisch, aber einzelne Texte von Vegeta, das ist inzwischen zu lange her. Boah, wie soll man sich das denn auch merken? Da, was glaubt ihr, was da alles an Rollen und Texten dazwischen gekommen ist? Das ist ja so viele Jahre her. Nee, also bei aller Liebe, das geht leider nicht mehr. Den kenne ich gar nicht. Dragon Ball, ja. Dragon Ball, ja, ja, du, wow, große Kultserie und gibt es viele Fans von. Das war so ein Held, oder? Naja, vor allen Dingen also immer dann im Kampfmodus, nicht? Ah. Es ging immer so, oh, das ging irrsinnig über die Stimme. Aha. Und da war ich gar nicht böse drum, als sie mich dann umbesetzt hatten, weil viele damit nicht einverstanden waren mit der Stimme des Vegeta. Wir haben uns nach dem Skandal. Französischen Synchronfassung gerichtet. Mhm. Und das Interessante war, dass die Figur ganz lieb und nett war von der Sprache und von der Stimme her. Und dann war eben die Fallhöhe sehr hoch, dass das nachher der Oberbösewicht war. Ach so, der Bösewicht. Und das hat aber den Hardcore-Fans, die das asiatische Original kannten, nicht gefallen. Weil sie sagten, der darf nicht so eine Stimme haben, das passt überhaupt nicht. Sollen sie doch und das dann wurde, glaube ich, nach 50 oder 60 Folgen wurde dann die Stimme umgesetzt. Und irgendwann später kam dann nochmal Nachfragen, nee, können wir nicht die alte Stimme wieder haben, aber also das habe ich dann auch nicht mehr gemacht. Oh, aber das ist doch weil toll. Das ist ja Quatsch dann, brennende Kartoffeln wieder raus. Ja. Das war eine Entscheidung, das hat die Firma auch mitgetragen. Und wie gesagt, er hat ja eine neue Stimme gehabt und so, aber wie gesagt, das ist jetzt so lange her. Ja, aber es ist trotzdem schön zu wissen, dass es da Leute gibt, die dann nach dir gerufen haben. Ja, also das ist. Und es passiert mir heute auch noch oft, dass ich auch von den entsprechenden Fans dann nicht auf hier SpongeBob oder Steve Urkel angesprochen werde, sondern auf den Vegeta. Obwohl das schon so lange her ist, ja. So lange? Und ich kenne es nicht, weil es nach meiner Zeit war. Ich fühle mich wieder ein. Marosia fragt an beide. Mit welchem Schauspieler oder Synchronsprecher würdet ihr gerne mal zusammenarbeiten? Und ihr gegenseitig zählt nicht. Du hast doch schon mit allen zusammengearbeitet. Nein, also bei Synchronkollegen, da gibt es nicht viele. Hast du schon mal mit Thilo Schmidt zusammengearbeitet? Aber ja, wir waren in Serien auch zusammen. Das Irre ist nur, damals wurden wir ja noch zusammen aufgenommen. Und nicht wie heute, wo jeder geixt wird. Das heißt, jeder wird einzeln aufgenommen. Und wenn wir beide vor dem Mikro standen, wenn du dir das vorstellst, Thilo Schmitz und ich daneben, das ging gar nicht mit der Mikrofonhöhe, ne? Ja. Da mussten wir uns was einfallen lassen, da habe ich dann ein Podest bekommen oder was. Ja, wir haben vor einem Mikrofon zusammen. Die Zeit kenne ich ja gar nicht. Also für mich ist das Luxus, wenn ich ein Hörspiel einspreche, ist das schon mal ein Luxus, wenn überhaupt mehrere Mikros im Raum sind und man da steht. Und ich habe höchstens mit zwei anderen, glaube ich, da gestanden, obwohl wir viel mehr Rollen sind. Aber das ist auch schon selten gewesen. Ich stand fast immer alleine da, auch wenn ich einen Dialog hatte. Und manchmal auch zu zweit, so wenn man unbedingt das aufeinander abstimmen muss, so wenn man in der Stimmung sein muss. Aber also die Zeit, die du da hattest, diese schöne Zeit, die kenne ich gar nicht mehr. Wir sind manchmal zu 5, zu 6, zu 8 im Synchronatelier gewesen und haben dann in der Gruppe vor dem Mikrofon gestanden und einen Take gemeinsam gesprochen. Ja, das war irre. Das und so zwei Dreier-Szenen auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn ich dann mit dem lieben Kollegen eben hier stand vor dem Mikrofon. Und er war halt 3 Köpfe größer, das war dann ein bisschen schwierig. Da mussten wir dann einen Ausgleich schaffen, habe ich dann auf dem Podest gestanden oder was, damit wir gemeinsam auf das Mikrofon sprechen konnten. Aber das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Aber die Zeiten sind vorbei. Dass ihr euch auch ein Mikro teilen musstet, das wusste ich nicht. Ja. Das ist ja echt krass. Ja. Habe ich auch noch was gelernt. Weil bei Hörspielen ist das heute ja noch üblich hier beim WDR oder auch in Berlin beim RBB oder so, dass man bei mehreren Kollegen, dass jeder sein eigenes Mikro hat. Ja, ne? Wie gesagt, so kenne ich aber das nur. Aber beim Synchron war das früher nicht. Ach so. Ich spreche vom Synchron. Stimmt, das ist ja wieder noch... klar, das war mein Gedankenfehler. Da ist der Monitor oder die Leinwand und das Pult mit dem Textbuch und das ist ein Mikrofon davon. Ja, okay, gut. Ich war die ganze Zeit. Und wenn jetzt da einer steht, so meine Größe und der andere ist so über 1,90, knapp 2 Meter, dann ist das ein bisschen schwierig. Ja, guck mal, bei Synchron habe ich schon gar nicht mehr so gedacht, weil das kenne ich zum Beispiel... Überhaupt gar nicht. Da kenne ich nur mit Einzelnen. Ja, das wird ja seit Jahren auch schon gemacht. Die sogenannte Xen, dass jeder alleine aufgenommen wird auf eine Spur. Ja, da wollen wir uns gar nicht unterhalten. Okay, ja. Deswegen habe ich gar nicht so gedacht. Erst in aber die das Richtung. Waren noch goldene Zeiten. Glaube ich dir. Oder hat man viel Spaß gehabt und viel gelacht.
Manchmal auch in die Takes rein, wenn Rotlicht war. Weil man ja irgendwie, das lief dann 1, 2, 3 und dann ging der Take los. Ne? Und wir haben uns ja zwischendurch auch unterhalten und auch Witze gemacht und so. Das war schon eine lustige Zeit. Ich stelle mir das viel, viel schöner vor. Vor allem, dann hat man ja zusammen was erlebt. Das ist das Gemeinschaftserlebnis. Ja, genau. Gemeinschaftsgefühl, das hat man jetzt null. Da steht man da Stunden, Nächte in so einem Studio ganz alleine und hat auf Ohr nur die Regie. Und ja, das ist mitunter nicht so wie einfach. Schön. Auch weil man die Kollegen nicht mehr hört. Wir sind als Autisten unterwegs. Ja, genau. Und man weiß oft gar nicht, in welcher Stimmung man reagieren muss. Das heißt, die haben das wahrscheinlich alles mitgeschrieben auf der Regie, in der Regie. Und die sagen dann, nee, mach mal ein bisschen in der Stimmung und so. Ja, halt und der Regisseur hinten muss so aufpassen, nicht? Weil der hört ja eventuell die Anschlüsse, die wir im Atelier nicht hören, weil wir den Kollegen noch nicht hören, der eventuell schon aufgenommen wurde. Nicht? Wir richten uns nach dem sogenannten O-Ton, nach dem Originalton. Dann höre ich rein, spreche den Take und dann kommt aus der Regie, nee, gib mal ein bisschen mehr, du musst ein bisschen mehr geben. Ich sage, hör doch mal ins Original, der ist gar nicht so laut. Ja, aber wir haben den Kollegen schon aufgenommen und der ist viel lauter. So eine Sachen passieren. Stuffy Angel fragt an beide, was ist die positivste Eigenschaft des jeweils anderen? Oh, jetzt haben wir uns die Lobhude. Also wir sind ja nicht verheiratet. Ich weiß nicht, inwieweit wir uns, wie gut wir uns jetzt kennen. Also ganz als erstes würde ich sagen, fällt mir auf, dass sie einen wunderbaren Humor hat. Ja, und ich glaube, von der Grundeinstellung, Lebenseinstellung ein sehr positiver Mensch ist. Das ist für mich also erstmal ganz primär. Also das ist das Erste, was ich an Santiago so toll fand, als ich ihn kennengelernt habe, dass er, also ich bin sehr, sehr empathisch, muss ich dazu sagen, und ich kann das gleich sofort fühlen, wie ein Mensch tickt. Und das Erste, was mir bei dir aufgefallen ist, dass du unfassbar lieb bist, so unfassbar nett und lieb und das Herz am rechten Fleck hast, so für mich. Das ist hoffentlich aber was Gutes, was Schönes. Ja, ne? Also... Mit lieb verbindet man ja manchmal so, oh ja, jemand ist so lieb. Weißt du, was ich meine? Nee, ich weiß nicht, was du jetzt meinst. Ich meine vielleicht was ganz anderes. Also ich kann mich vielleicht gerade nicht so ausdrücken, wie ich das möchte. Nee, ich glaube schon, ich weiß, was du meinst. Und also einfach toll, eine ganz reine Seele und herzensguter Mensch. So dieses Gefühl hatte ich, als ich dich kennengelernt habe. Und ich muss sagen, jetzt haben wir uns ja schon öfter getroffen und mein Eindruck ist immer noch wie beim ersten Mal. Also, es hat sich nichts geändert. Das ist das Schöne. Lassen wir das doch erstmal stehen. Ja, total nett und kollegial vor allen Dingen. Das finde ich gut. Und ich habe heute gemerkt, man kann auch sehr gut mit dir zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, auch nicht so ganz unwichtig. Das stimmt. Aber wie gesagt, das ist bei uns noch ausbaufähig. Ja. Da haben wir Luft nach oben. Ja, Steffi ist übrigens die kenne ich, die da gefragt hat. Das ist die Erfinderin vom Pummel-Einhorn. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein dickes Einhorn, was überall so auf Taschen ist. Und, doch, habe ich schon gesehen. Ja. Und was möchtet ihr gerne noch lernen? Pff, man lernt ja nie aus. Ja, man lernt doch jeden Tag dazu. In welchem Bereich jetzt? Was möchte man lernen? Vielleicht ist das auf so oberflächliche Sachen wie Gitarre spielen oder so gemeint. Ach so. Weiß ich nicht. Gott. Weil ich dachte auch sofort wie du, ja, was möchte man lernen? Also man möchte nie auslernen, man möchte immer weiter sich weiterentwickeln. Man möchte sich immer weiter gucken. So habe ich auch gleich gedacht, aber vielleicht meint sie das so, vielleicht ein Instrument noch lernen oder so. Keine Ahnung. Also so richtig gut Gitarre spielen lernen wäre toll, aber dafür fehlt mir der Ehrgeiz. Bei mir ist, glaube ich, der Zug schon abgefahren. Ja, ich wollte früher immer unbedingt Klavier spielen, aber das ist jetzt nur wirklich much too late. Donutladen David TV oder Donutladen David TV fragt an beide, habt ihr einen oder auch mehrere Lieblingsfilme? Also ich habe viel zu viele Lieblingsfilme, um sie jetzt zu erzählen. Ja, also, vor allem, da gibt es so viele Klassiker von den neueren Filmen oder was heißt überhaupt, von diesen großen Blockbustern. Ich bin großer Fan gewesen von Titanic und auch von Avatar, muss ich sagen. Titanic habe ich nie gesehen. Ja, weil einfach das so bombastisch ist und einfach so an den Bauch geht. Also mir fällt immer Zurück in die Zukunft ein. Den habe ich so hoch und runter geguckt früher. Es gibt so viele alte Klassiker hier, manche mögen es heiß zum Beispiel oder so, ja, die man immer wieder auch gucken kann, die immer wieder schön sind, die einfach auch so perfekt sind. Ja? Boah, ich bin übrigens
wo du das gerade sagst, totaler Fan von den von vielen Peter Alexander Filmen. Ja. Von Graf Bobby, den habe ich im Wilden Westen, habe ich so geliebt. Der war großartig. Ja. Das war so ein tolles Multitalent. Ja. Und auch wenn man dann immer sagt, leichte Muse, aber auch das muss man ja gut machen. Und da war der unerreicht. Ja, ich finde es auch. Genau. Aber auch wieder eine ganz andere Sache. Ich liebe auch die ganzen alten Hitchcock-Dinger. Oder ja, so, wenn man Kunst mag. Was der sich hat alles einfallen lassen. So. Ja. Und damals brauchte man noch gar keine Special Effects, gar nichts. Das ist eine ganz ruhige Kamera. Ja. Da konnte auch hinten, wenn welche Auto gefahren sind, also konnte ruhig eine Leinwand sein, das konnte man ruhig richtig sehen. Das ist alles egal, aber damals hatte die Story einfach noch so Qualität, dass das echt egal war. Heutzutage ist es eher umgekehrt. Ja, ne? Die Story leidet, aber Hauptsache die ganze Action ist total. Die Effekte, genau. Ja. Also wie gesagt, die Liste wäre dann sehr, sehr lang. Gibt es etwas, wie zum Beispiel Filme, Serien, Essen, Trinken oder Hobbys, das ihr so gar nicht abkönnt? Also wenn ich ein Hobby hätte, was ich nicht leiden könnte, dann würde ich dieses Hobby nicht weiterhin machen. Also... Oder ist damit gemeint Hobbys, was eventuell andere haben, wo man aber sagt, das wäre für mich nichts. Ach so. Oder das würde ich nie machen. Ja, aber das ist doch egal. Also die Frage finde ich einfach dann egal. Ja, weil die berührt uns nichts. Nee, könnte ich nicht sagen. Sachen, die mich nicht interessieren, mit denen habe ich nichts zu tun. Also zu essen mag ich nichts, was aus dem Meer kommt. Ich bin auch kein großer Fan von so alles, was schon aus dem Wasser kommt. Nicht unbedingt. Sorry. Ja, du hast ja auch genug unter Wasser zu tun. Du wirst ja nicht deine Freunde essen da, ne? Ja, ich kann die nicht essen. Geht gar nicht. TheDan95 fragt an Santiago: Wie bist du, Santiago, zum Synchronsprechen gekommen? Und was macht dir am meisten Freude daran? Kann man das eventuell auch einfach so machen oder bedarf es schon guter Erfahrung? Puh! Wie bin ich dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind? Ich wurde im Alter von 11 Jahren aus der Schule von einem Fernsehregisseur entdeckt. Und wir haben dann Außendrehs gehabt und die Szenen haben wir nachher im Synchronstudio nachsynchronisiert. Das heißt, meine erste Begegnung mit dem Synchronatelier war, dass ich mich selber nachsynchronisiert habe. Und ja, so fing eigentlich alles an. Ich bin unschuldig. Man hat mich aufgegriffen auf der Schule. Also ich wurde, wie gesagt, aus der Grundschule entdeckt von dem Regisseur. So ist das alles in Gang gekommen. Und da bin ich irgendwie kleben geblieben. Ich weiß auch nicht wie. Und macht mir wahnsinnig viel Spaß, einfach in andere Figuren zu schlüpfen und Sachen zu spielen, die eben nicht ich privat als Santiago bin. Also so ein richtiger Bösewicht oder irgendein Vollidioten oder so. Ja, das macht schon viel Spaß. Man kann sich austoben. Und jetzt muss ich dann nicht mehr privat machen. Metal-Fan Lukas fragt an Knichel: Wie entstand der Doc Tessor? Oh, das ist eine interessante Geschichte tatsächlich, weil ein Kumpel von mir, beziehungsweise zwei, die haben damals ein Musical geschrieben. Und in diesem Musical, da habe ich den Antagonisten gespielt, einen Gestaltwandler. Und das ist auch das tollste Musical, was ich jemals spielen durfte, für mich persönlich, weil ich halt in verschiedene Rollen schlüpfen konnte. Ja. Der hat sich auf der Bühne verwandelt in andere Rollen. Und also wirklich einmal den Manager, einmal den richtigen Bösewicht zum Schluss, dann einmal den, einmal das und einmal einer davon, das war der Redakteur. Und mir war es damals überlassen, wie ich jeden Charakter spiele. Und den Redakteur, den habe ich dann genau so gespielt, auch mit der Zigarre, mit der Körperhaltung, alles genau so. Und später, als ich überlegt habe, scheiße, ich möchte so einen Erfinder spielen, und wie spiele ich den? Dann bin ich so ein paar Sachen durchgegangen, die ich schon mal gespielt habe. Und dann fiel mir der Redakteur wieder ein. Und so entstand quasi aus dem Redakteur dann der Doc Tessor. Das Musical hieß Sky Valley damals. Könnt ihr noch einen Trailer sehen irgendwie auf YouTube. Sky Valley Knichel eingeben. Seht ihr dann noch Trailer. Und eine Frage an Santiago. Wie viel SpongeBob steckt in dir? Und was hast du mit SpongeBob gemeinsam? Also ich würde das auf jeden Fall erstmal umdrehen. Das heißt, wie viel SpongeBob steckt in mir, wie viel Santiago steckt inzwischen in SpongeBob. Weil die Stimme macht natürlich ganz viel aus. Das eine ist das Optische, das Bild, aber
Die Stimme ist, glaube ich, schon ganz, ganz, ganz wichtig auch. Und wenn ich die Figur, auch wenn es eine Trickfigur ist, authentisch spielen will, in allen Lebenslagen, also ob er unglücklich ist, traurig ist oder sich freut, muss das ja auch immer authentisch sein. Und da ist dann doch ganz viel Santiago auch drin. Trotz der Stimmcharge, aber vom Spiel, denke ich, hat der SpongeBob doch eine ganze Menge Santiago, glaube ich schon. Muss auch sein. Der Antagonist an beide. Guten Tag, mein Name ist Marius und ich bin Schauspieler und Regisseur. Und meine Frage an euch beide, jetzt. Meine Frage an euch beide wäre, hättet ihr beide Lust auf eine Kurzserie auf YouTube? Wir kriegen wirklich Jobangebote. Anschreiben. Grundsätzlich erstmal immer ja. Alles andere wird man dann sehen. Ne? Ob die Eckdaten stimmen? Ja. Katze im Sack gibt's nicht. Man muss dann schon diese Karten auf den Tisch legen und dann kann man sagen, okay, gefällt mir oder auch nicht. Hashtag ist so. Aber grundsätzlich erstmal nicht von vornherein nein. Ne? Ja, wie toll, so eine öffentliche Jobanfrage. Ja. Das war's. Ach, das war's. So, aber vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Gerne, gerne. Wenn ihr neue Fragen habt, die wir dann in einem nächsten Fragwort stellen, dann schreibt sie bitte unten in die Kommentare. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, Santiago auch zu abonnieren. Der hat nämlich auch einen YouTube-Kanal. Und dann machen wir vielleicht auch ein Video. Und da könnt ihr dann draufklicken. Bis dann. Okay. Tschüss.